Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Landtag, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute also das Thema Pflege aufgrund Ihrer Initiative auf der Tagesordnung zuvorderst Pflegepersonalbedarfsplanung. Dass sich um das Thema Pflege mittlerweile Heerscharen an Politikern aus den Regierungskoalitionen der CDU und SPD kümmern, das ist Ihnen nicht entgangen, wie diesem Antrag zu entnehmen. Der Landtag soll feststellen, dass die Anzahl der zu pflegenden Personen in den nächsten Jahren stark ansteigen soll. Die Zahlen waren hier allerdings auch unterschiedlich benannt. Und richtig schreiben Sie auch, dass dies eine Aussage der Landesregierung ist. Wir alle kennen diese Zahlen. Der Landtag soll weiterhin feststellen, dass sich die Situation des Pflegepersonalmangels weiter verschärft. Auch das ist uns bekannt. Die Regierungsparteien kümmern sich um eine Bewältigung der Problemlagen so intensiv, wie es der zunehmenden Bedeutung angemessen ist. Uns ist allen bewusst, dass ein Mangel an Pflegekräften besteht, dass viele Pflegekräfte in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, dass wir mehr Pflegekräfte brauchen als je zuvor. Sowohl von der Bundesebene als auch von der Landesebene wurden in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Initiativen ins Leben gerufen, um den auftretenden Problematiken aktiv entgegenzutreten, in Zusammenarbeit natürlich auch mit den entsprechenden Partnern. Deshalb ist das, was Sie mit dem Antrag versuchen, einem so wichtigen Thema eigentlich nicht wirklich würdig. Ich gehe davon aus, dass die Nöte in der Pflege von den Pflegenden und Zupflegenden jedem Abgeordneten hier bewusst sind. Dieser Antrag unterstellt, und da zitiere ich mal Frau Bernhards Äußerungen von der Fraktionsinternetseite, Mecklenburg-Vorpommern ist auf die Entwicklung nicht vorbereitet. Die Landesregierung verfährt ganz nach dem Motto, was ich nicht wahrnehme, existiert auch nicht. Zitat Ende. Der Antrag unterstellt also wieder einmal, dass die Regierung nichts tut. Es dürfte doch klar sein, dass die bestehenden Bedarfe erfasst werden müssen. Insofern ist Ihre kleine Anfrage bzw. die Interpretation in Ihrer Begründung auch einzuschätzen. Es gibt jede Menge Zahlen, Daten, Fakten. Herr Glawe sprach auch über die Studie der Uni Halle. Pflege muss in ihrer Attraktivität gesteigert werden. Menschen müssen gerne Pflegeberufe ergreifen wollen. Dort liegt der Schlüssel zu einer gesunden Pflegelandschaft. Der Arbeitskräftemarkt ist angespannt, ja geradezu leergefegt, und die Situation wird auch im Moment nicht besser. An dieser Stelle möchte ich mal die Worte unseres geschätzten Kollegen Heidorn vom Koalitionspartner benutzen, der nicht müde wird zu erklären, dass die Sozialwirtschaft mit sämtlichen Branchen in einem Wettbewerb um Nachwuchs steht. Die Pflegeausbildung und die Pflege in ihrem Dienst am Menschen müssen einfach attraktiver für junge Leute, die Wettbewerbsfähigkeit der Berufsbilder in der Pflege wiederhergestellt werden. Und das schreiben Sie ja auch in Ihrer Begründung des Antrages. Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Schaffung neuer Stellen, all das wird doch auch getan. Da kommt doch auch gar keiner mehr darum herum. Der Begriff Planung als Teil des Kernwortschatzes Ihres Milieus, häufig zu finden in Ihren Anträgen, erinnert mich irgendwie immer an viel beschriebenes Papier ohne Wirkung. Ehrlich, die Landkreise und kreisfreien Städte haben in den vergangenen Jahren mit der finanziellen Unterstützung des Landes eine umfassende und aufeinander abgestimmte Pflege-Sozialplanung in ihren Regionen auf den Weg gebracht. Irgendwie verstehe ich sie nicht. Wir geben den Kommunen mehr Spielraum. Jetzt wollen sie wieder, dass das Land die Dinge an sich zieht. Und noch wieder eine Planung obendrauf. Das macht das Ganze wahrscheinlich dann auch wieder komplizierter, bürokratischer und schafft wahrscheinlich keinen einzigen Arbeitsplatz in der Pflege selbst. Und in Beton gegossene Zahlen zur Berechnung von Schlüsseln und Kapazitäten bis 2035 ruft garantiert auch andere Kritiker hervor. Bedarfe müssen bewältigt werden, und an dieser Stelle haben CDU und SPD einen
umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Die landesplanerischen Empfehlungen könnten in der Tat mal aktualisiert werden. Auf Bundesebene wäre zum Beispiel die konzertierte Aktion Pflege mit dem Ziel, Arbeitsalltag und Arbeitsbedingungen von Pflegekräften spürbar zu verbessern, Pflegekräfte zu entlasten und die Pflegeausbildung zu stärken zu nennen. Und konzertiert müssen unsere Aktivitäten im Lande eben auch sein. Es sind schnelle Erfolge, die erzielt werden können. Die Zahl der Auszubildenden in der Pflege wird bundesweit bis 2023 um 10% gesteigert. Zur Ausbildungsoffensive Pflege, Teil der konzertierten Aktion, zählen insgesamt 111 konkrete Maßnahmen, alles nachzulesen auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit. Mehr Ausbildungs-, Weiterbildungs-, Schul- und Studienplätze, eine bundesweite Informations- und Öffentlichkeitskampagne für den Pflegeberuf, Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Die Verbände der Pflegeeinrichtungen stellen mindestens 5.000 Weiterbildungsplätze für Pflegehelfer zur Verfügung. Das waren nur einige Sachen, die ich ansprechen wollte. In allen relevanten Bereichen werden für einen Zuwachs an Pflegepersonal Verbesserungen durchgesetzt, eben auch bei der Entlohnung, bei der Fachkräftegewinnung im Ausland und auch Digitalisierung und andere Innovationen werden nachhaltig Entlastung bringen. Mit den drei Pflegestärkungsgesetzen ging die Bundesregierung direkt auf die Auswirkungen der demografischen Entwicklung und die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen in unserem Land ein. Und diese ermöglichen den Pflegenden Entlastung. In Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren, haben wir gerade zum Ende des letzten Jahres das Landespflegegesetz novelliert, in das unter anderem die pflegerische Versorgungsstruktur in Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes mündet. Und damit Sie es auch noch einmal Revue passieren lassen können, was Ziel des am 13. Dezember geänderten Gesetzes ist, ich zitiere, Ziel dieses Gesetzes ist es, in Mecklenburg-Vorpommern eine leistungsfähige, zahlenmäßig ausreichende und wirtschaftliche pflegerische Versorgungsstruktur vorzuhalten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, die am Wohl der Pflegebedürftigen, der Pflegenden und an den Grundsätzen der Pflegequalität ausgerichtet ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es gilt, weniger zu planen im Sinne von Papierbeschreiben. Es gilt, mehr zu handeln und auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und der Versorgungssicherheit zu reagieren. Dafür, dass wir Gelegenheit bekommen haben, zur Thematik noch einmal unsere Haltung deutlich zu machen, dafür möchte ich mich bei den Linken herzlich bedanken. Wie Sie meiner Rede entnommen haben, werden wir aber Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank.